Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, nach dem kleinen Schock, den wir erstmal verdaut haben hier, dem, ja, bis jetzt heftigsten Fight, geht's auch gleich munter weiter. Ich habe hier einen Wegpunkt gesetzt. Das ist so, ich möchte meinen, das ist so, ja, so ein Anlegerpunkt oder ich würde darauf tippen. Das ist ja hier gleich um die Ecke, dass wir da erstmal hingehen. Und ja, auf jeden Fall steigern wir uns. Ich meine, wir haben zig Adrenalinspritzen haben wir verballert. Hallo, ey. Aber hallo, ja. Das ist jetzt wirklich die Kante, ey, kannst du sagen. Aber und wie ich das noch gesagt habe, pass mal auf, das alles davor war Kindergarten. Jetzt geht's Ja, richtig das los. ist wirklich so. Hier ist so ein, ja, hier ist so ein Camp hier oben. Ja. Oh. Panzerbrechende Munition nehme ich immer. Vollmantelmunition, hier ist auch noch eine Leiche. Rauchgranate, Granate. Volle Granate, Renorde. Hallo, Wie gern würde ich, ohne Scheiß, wie gern würde ich mal wieder auf so ein Torfrock-Konzert gehen, ey. Ich Grüße, war Onkels. einmal bei einer Bagaluden-Weihnacht-Bike gewesen. Hey, warum komme ich hier nicht rein? Muss ich ducken. Ja. Irgendwie ausprobieren. Ich wie eben bei den Einzelt auch. Oder? Adrenalinspritze, oh, sehr gut. Oder mal wieder eins auf ein JBO-Konzert oder sowas, ey. Das ist ja. Die höre ich ja bestimmt schon, ne? 20 Jahre? Bei uns in Schleswig-Holstein, ab Sonntag entfällt die Maskenpflicht. Am Sonntag. Bei uns, Ja. ja, bei uns am Freitag. Ah. Freue ich mich schon drauf, ey. Ja. Außer natürlich bei mir auf der Arbeit nicht, ne? Okay. Da leider nicht. Na, ja, endlich mal wieder die Gesichter richtig erkennen. Ja, wird doch mal Zeit. Ja. Generell der ganze Quatsch mal endlich aufhört da draußen. Ja. Dass wir mal endlich wieder anfangen zu leben. Ja. Ja. Ja, Sag es. doch, was das so weiterläuft. Ach so, hast du gar nicht mitgekriegt. Nee. Ich habe gedacht, du sitzt mir im Nacken. Also. Ja, das meine ich, weißt du, genau das meine ich. Da wäre so eine Minimap wäre da echt hilfreich, weißt du, dass ich mich nicht pausenlos umdrehen müsste. Ja. Das wäre schon Ja, und ich cool. muss erst mal selber gucken, so, ja, wo ist er jetzt hin? Ja, so geht mir das manchmal auch. Deswegen sage ich, so eine Minimap wäre schon echt vorteilhaft. Ja. Ja, hier ist so ein, das sind so Anliegerstellen hier für Boote. Da wird auch bestimmt noch hier was los sein. Das brennt da alles und Ja. so. Gehe ich mit. Gehe ich von aus. Komm mit. Nee, komm mal. Geht's nicht auf. Nee, geht auch nicht. Nee, können wir vergessen. Kommen wir nicht rein. Ab durchs Dickicht hier, ey. Du bist nicht so ein, nennt man das Standgewehr oder so, das du hinstellen kannst, ne? Ja. Da Häuser. Guck. Pass auf, du, nicht, dass du wieder. Ja, ne, ich war schon Ich muss offen. auch mal aufpassen, dass ich mir da nicht die Flossen dran verbrenne. Auto. Hab da auch so ein Talent für. Behälter kannst du behalten. Hier scheint es ruhig zu sein. Da brennt alles. Doch noch eine Kassette drinne. Hier ist auch noch einiges. Ja. Mehrzweckgeschoss, Hochexplosiv. Spiel mich, aha.
Batterie wieder. Alter. Spielkram lasse ich jetzt. Nochmal. Funkgerät hier von... Schon krass, dass du hier drinnen in dem... Ich bin jetzt hier in dem Laden drinnen, ne? Und das qualmt hier übelst. Ist ein Wunder, dass ich jetzt hier überhaupt keinen Schaden nehme. Ja. Oder dass man, wenn das so raucht, dass man keine Gasmaske braucht, ne? Ja, das meine ich ja, weißt? Also eigentlich müsstest du hier Schaden nehmen. Ja. Theoretisch. Du hast Christian eine Rauchgasvergiftung. Optisch sieht das schon ganz nett aus, also. Wir mussten damals so Brandabwehrmaßnahmen mussten wir bei der Marine immer üben und alles, ne? Und wenn du, also das Ding ist, das Feuer an für sich ist gar nicht mal das Hauptproblem. Weißt du, wenn so eine Bude brennt oder wenn das jetzt im Neubau oder so brennt, weißt? Das Hauptproblem ist echt der Qualm. Hier drinnen im Laster ist auch noch was. Nimmst exakt 2 Züge und das war's dann. Dann erstickst du jämmerlich. Oh, schön. Schön, schön. Und es wird auf jeden Fall wieder hell. So langsam, ne? Ja. Aber hier wurde ja auch alles auseinandergenommen, ey. Das ist schon doll, ne? Vor allem, das nimmt jetzt auch zu. Ja. Diese Konditorei, die ist komplett abgebrannt. Auch noch was rum. Da liegt auch noch was. Angst, dass ich hier Brandschaden kriege, ey. Oh, ja. Mal vorsichtig gehen, ey. Testen, wie heiß das Feuer ist. Dafür, dass hier alles abgefackelt ist, muss ich sagen, gibt es hier echt viel zu holen, ne? Relativ viel. Muss mal gucken, habe ich irgendwas an Waffen eingesackt? Weil ich finde sehr viel 5,56 Munition. Ja. Ah, na, das sieht man doch gerne. Ich bin hier auf diesem Steg. Hier sind 2 Zapfsäulen. Wo ich bin, hier gibt's noch Erste-Hilfe-Sets. Ja, ich hab auch welche gefunden. Hier vor 3 Stück waren hier vorne. Oh. Warte, du bist da? Ja, den verbrannten Haus hier, das Weiße. Ah ja, okay. Und du hast hier gefunden? Da hinten auf dem Steg, genau, wo die Zapfsäulen sind. Auf dem Steg, wo die Zapfsäulen sind. Ah, da. Ah, nice. Nice, nice. Ja, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Aha. Die wird man immer gebrauchen können. Oh ja, oh ja, oh ja. Dietrich. Wäre nice. Die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Ich habe eben gerade, die letzte Aufnahme war so 46 Minuten, schieß mich tot. Nice, nice, nice. Kann man da, oh, kann man auch aufmachen. Hier ist noch drin. Nee. Die sind aus. Alles verkohlt. Ja. Und hier die Lagerhalle. Ja. Na, was das ist? Hier ist noch ein Auto. Auch ausgebrannt. Da ist nichts drin. Ah, hier gibt es auf jeden Fall noch. Bloß nicht gegenschießen, ey. Nein. Ich weiß doch das eine Mal, wo du so geflogen bist.
Genau. Leute, dann müsst ihr euch vorstellen, wir haben erst gedacht, das haben wir nun nicht aufgenommen, weil das war mir einfach zu peinlich, ja. Da haben wir hier diese Gasbuddeln, die standen auch einfach so rum, ne? Und erst habe ich gedacht, das ist nur Attrappe. Ja. Ich baller dagegen und das pfiff einmal und dann sind mir sämtliche Gasbuddeln um die Ohren geflogen. Und ich natürlich auch. Ne? Da habe ich eine Adrenalinspritze verheizt für nichts eigentlich. Das war mir. Das sah geil aus. Hast du einen Satz gemacht? Ich hab so gelacht. Das glaube ich, ey. Das ist. Ich habe echt gedacht, dass es nur Attrappe ist, ne? Hier war noch was drin, ne? Ja. Nein, wenn du aufgemacht hast, sogar zwei Dinger zu nehmen. Ich warte, bis du. Achso, hier vorne. Ja. Eins da hinten. So. Ja. Na. Hier gibt's auch. Ja. Kann man immer mit dir brauchen. Brauche ich gar nichts davon. Zwirn nehme ich mal mit. Wer weiß, wofür das gut ist später. Tja, so wirklich herausgefunden haben wir ja immer noch nicht, wie man das hier mit der Base macht. Ja, das kommt noch. Ich glaube, das kommt ziemlich zum Schluss oder so. Ja. Hier war noch was drin, hast du gesagt, ne? Ah, ja. Eine Sonnenbrille. Feuerwerksbatterie, aber brauche ich nicht. Nö, nee, da brauche ich gar nichts. Nö. Nö, nö. Da drin ist auch noch was, ne? Ja. Hab schon wieder irgendwie das Bedürfnis, irgendwas in die Luft zu jagen, ey. Wenn du das sagst, ey. Ich glaube, ist ja auch noch ein Gebäude. Ich geh mal auf sichere Distanz. Mal sehen. Kann ich diesen Tanker da hochjagen? Wahrscheinlich mit einer Rakete oder so. Das meine ich, Leute. Und wenn, müsst euch, das war nun nicht so ein Gasbehälter hier, sondern das waren wirklich Gasbuddeln. Und wie Axel schon gesagt hat, ich bin einfach nur geflogen. Hier steht ein Panzer. Hier oben sind auch noch, aber nee, die Gebäude kann man nicht betreten hier noch. Ist abgefackelt, ne? Hier gibt's hier gibt's so einen Toten. Oh, alles mitnehmen. Aber sonst, ne, ne. Was ist das denn? Ne, ich nehm die Munition hier. Okay, ne. Ratsch, ratsch. Ratsch, ratsch. Ratsch, ratsch hat's gemacht. Schönes Maschinengewehr, ey. Alter, die gibt's hier viel zu looten. Warte. Ich kann auch nicht sprinten, ich Idiot. Ich bin, glaube ich, ich bin zu schwer. Ich bin echt zu schwer gerade, deswegen kann ich nicht sprinten. Sonst müssen wir zurück, ne? Können wir hier, haben wir hier einen Unterschlupf? Nee. Ja. Jenseits. Doch. Doch. Wo denn? Lager. Lager. Ach, in dem Lager, wo wir vorhin gewesen waren, da. Genau, genau. Hier vorne nicht? Nee, ich sehe jedenfalls nicht. Hier ist auch noch eine Nebenmission, ist hier auch. Ja, habe ich auch gesehen, jenseits der Barrikade. Was sollen die sein? Hier vorne, wa? Ein bisschen weiter, ne? Am Anfang, denke ich mal, von... Oh, es ist hell. Ich kann nicht sprinten. Können wir vergessen. Ja. Nee, ich muss leichter werden, unbedingt. Kannst du dich überhaupt dahin porten, dann, wenn du überladen bist? Ja, doch. Eigentlich schon. Unterschlupf? Okay. Ja, ja. Okay. Nee, Schnellreise nicht verfügbar. Ja, habe ich mir schon gedacht. Scheiße, ich dachte... Oder muss überschüssigen Kram. Ja, ablegen. Genau, ich glaube, das werde ich auch machen. Komm, es ist. So 9mm Munition, ja, und so, weg damit. Genau. Mal gucken, da haben wir 9mm. Gegenstand ablegen. Dann haben wir hier 50er.
Hier ist auch nochmal 9 mm. Wenn du die Munition brauchst, greifst du dir, ne? Ich laufe jetzt nur noch mit einer Waffe rum und die ist mit 7,62. Ah ja. Ich hab hier 5,56. Hau ich auch mal auf den Boden. Vollmantelmunition. 44er Vollmantelmunition. Ist für einen Revolver. Ja, ich laufe nicht mit einem Revolver hier rum. Okay, dann hau ich. So schön die Waffen auch alle sind, ne, aber. Ja, ja, macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn. Vollmantelmunition ablegen. Genauso wie gerne ich auch eine Schrot mag, aber das macht hier keinen Sinn. Ja. Leider. Hast du recht, hast du recht, hast du recht. Auch so ein Maschinengewehr im Endeffekt. Das ist das einzig Gute. Und natürlich der Raketenwerfer. Oh ja. Ja, wird Zeit, dass du auch mal einen findest hier, ey. Ja. Wäre nicht schlecht, aber ob das wirklich was bringt, also ich würde mal sagen, ich würde zwar den mitnehmen. Ja. Aber dir eher die Munition geben. Ja. Aus taktischen Gründen, ja. Weißt du, es reicht, wenn einer einen Raketenwerfer hat. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, gut, das reicht erstmal. So, ja, jetzt kann ich wieder rennen. Jetzt können wir ja weitermachen. Gut, alles klar. Ja. Das war eben bitter nötig. Ja. All das ganze Zeug, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Oder lass uns nach Wiesel porten. Nach dem Bunker, ja. Ja, genau. Und dann können wir uns ja da nach nee, wieder oben Unterschlupf, da wo das Flugzeug ist und so importen. Weil ja, da können wir wenigstens alles einlagern. Ja, ich habe jetzt ordentlich was abgelegt, ne? Ja, ja, aber du hast ja noch Holz und so bei dir. Und ja, Triebstoff, ja, stimmt, etc. Stimmt, stimmt, stimmt. Du bist jetzt, wo bist du jetzt denn geportet? Nach Wesseln. Nach Wesseln. Nach Wiesel. Nach Wiesel geportet, genau. Ja, genau. da ist er. Ja. Verfolgen, Schnellreise, yo. Wieso das Beste? Nach Wiesel porten. Nach Wiesel porten. Ja. Musst du herkommen nach Berlin. Ja, dahin porten. Das wäre cool, wenn man das könnte. Oh, irgendwann wird es bestimmt geben. Ob wir es noch erleben werden? Naja, das glaube ich nicht. Ja, mal gucken, ne? Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe mal geguckt, wenn ich nach, wenn ich jetzt nach Norderstedt fahre, also ich habe geguckt, eine Zugverbindung, da bist du, ja, 3 Stunden. Drei, vier Stunden bist du da, 3,5 Stunden, so in dem Dreh. Habe ich schon geguckt. Das geht auch eigentlich. Also mit dem Auto fährst du auch, glaube ich, 3 Stunden. Das geht, doch. Die Autobahn. Ich würde mit dem ICE von Berlin aus, würde ich nach Hamburg fahren. Ja. Und dann mit der U1, glaube ich. Mit der U1 dann hochfahren. Ja. Auf jeden Fall. 2 Adrenalinspritzen haben wir. Ausrüstung. Was kann denn noch weg? Flintenchoke kann auch weg. Auch weg damit. Was Sachen? Eine Fahrnadel, Dietrich habe ich. Also das ist schon ganz ordentlich. Und hier war das mit der Werkstatt, ne? Ja, genau. Holz. Da kannst du Holz und so den ganzen Kram ablegen. Ja, ja, ja. Oh, da muss ich allerhand. Deswegen, das hat mich auch so schwer gemacht, ey. Den Zirn, Holz, Brandbeschleuniger, Stahl, Plastik, Klebstoff. Das ganze hier. Sie dreht dich runter. Ja. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, ey. Nee. Dann am besten halt nur wirklich die Munition mitnehmen, die man selber hat. Ja. Ich laufe jetzt hier nur noch mit den Maschinengewehr rum. Ich glaube, ich werde das eine Gewehr, das hau ich auch weg. Komm, das ist scheiße hier. Und hab ja immer noch 2640 Schuss, also. Ich hab das Maschinengewehr, das N60 Maschinengewehr, das habe ich mir jetzt eingesteckt. Mhm. Na gut, das andere macht ein bisschen mehr Schaden. Warte mal, wie viel Schuss habe ich? 50 habe ich. Nee, doch, komm, das behalte ich. Das Sturmgewehr hat 30 Schuss. Das hau ich weg. Warte mal, welche Munition brauchst du dafür? 7,62. Alles. Beide?
Beides. Dann guck mal, unten steht noch Munition wechseln. Du hast da bestimmt viel mehr Schuss. Ich sehe schon. Einmal, du hast ja panzerbrechende Munition. Ja. Und einmal hast du normale Munition auch. Genau, genau. Hm? Weil ich laufe hier schon mit fast, ja, mit 2640 Schuss rum. Warte mal, ich habe mit einem habe ich 1520. Ja, guck. Was macht er jetzt? Ah ja, wenn wir jetzt nochmal wechseln. Gut. Ja, würde ich sagen, ich verballer erst das eine und dann das andere. Macht, glaube ich, Sinn. Ja, definitiv. Ja, dann können wir zurückporten, ey. Ja. Karte. Das und war... Unterschlupf. Genau. Ah ne, jetzt wollte ich schon Kirche zum von Salton. Nee, da sind wir ja schon. Das haben wir ja nur beim Lager, ja. Schnellreise. Wir haben wo das Flugzeug steht. Wir haben uns hinter die feindlichen Mauern gewagt. Ja, aber hallo, ey. Aber ich muss schon lachen. Ihr habt noch gesagt, da, ah, das wird jetzt bestimmt einiges härter. Das war vorher Kindergarten. Ja. Das ist wirklich so. Gut, wir die Nebenmission machen, oder? Nee, jetzt ist die Nebenmission, ist sie weg bei mir. Die ist weg, dann haben wir die anscheinend abgeschlossen. Also ich würd vorschlagen, warte mal. Ach Quatsch. Hm. Karte. Hier oben. Warum geht denn das? Achso, hier. Hier ist da so eine. Ich habe jetzt die 1 nach oben gesetzt. Wenn wir jetzt die Straße immer geradeaus weiterlaufen, ja, dann kommt das so eine Abzweigung. Ja. Und ich würde gerne nach rechts abbiegen, die Straße rauf. Ja, und dann kommt sieht nach ja, mehr aus. Und dann kommt ja hier eine Brücke ist hier. Ja. Beziehungsweise zur linken, das sieht schon fast so aus wie ein Flugplatz, möchte ich mal. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, das sieht aus wie ein Flughafen. Ja. Definitiv. Dass wir Richtung Flughafen eventuell gehen, den vielleicht mal unter die Lupe nehmen. Ja. Und zur rechten haben wir ja die Brücke, beziehungsweise haben wir hier eine richtig große Stadt, so wie das aussieht, dieses Österwijk. Ja, Österwijk sieht echt groß aus, ja. Dass wir das im Blick mal behalten hier. Einmal dieser Flughafen, dass wir da mal gucken. Und, ja, dann zur rechten eben Österwijk und Umgebung hier. Ja. Wenn wir das mal gemacht haben, dann können wir ja nochmal trotzdem weiter nach Quest gucken. Können wir machen. Weil zum Beispiel ESO, wo wir gerade waren, da steht bei mir nämlich auch noch Waffen 0 von 1 und Mission 0 von 1. Ja. Aber lass uns erstmal so, der Flughafen wäre auf jeden Fall interessant und die große Stadt bestimmt auch. Ja. Ja, dann lass uns das machen. Ja. Gut, das ist auf jeden Fall der Plan. Gut. Gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, damit wir den Bogen nicht überspannen, ich glaube, ich mache hier einen Cut an der Stelle. Jo, alles klar. Was war das? Ach nee, es war ein Busch. Nur, ich dachte eben, da kommt was. Schon Paranoia hier. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.